Hast du dich schon mal gefragt, woher wir kommen und wohin das Leben sich entwickelt? Das Museum für Naturkunde Berlin hat die Antworten. Wir erfinden uns neu und gehen mit dir in die Zukunft. Werde Teil unserer Museumsevolution. Die Bomacker Fundstelle ist einzigartig aus verschiedensten Gründen. Hier in der Region wurden schon vor über 100 Jahren Fährtenfunde gemacht, also Fußspuren von Wirbeltieren. In einem Sandstein hervorragend erhalten, die besterhaltensten auf der Welt zu dieser Zeit. Und dann in den 70er Jahren wurden hier die ersten Knochen gefunden, ganze Skelette. Und dass man die Fährten und die Skelette zusammenfindet, ist absolut einzigartig. Wir können die Fährtenverursacher bestimmen. Aber letztendlich ist das Herausragende, dass wir hier das ganze Ökosystem uns untersuchen können. Deswegen arbeiten wir so multidisziplinär mit unseren Geologen und verschiedenen anderen Fachbereichen, damit wir hier dieses perfekte Fenster in die Zeit haben und natürlich dann auch an die Gesellschaft zurückkommunizieren können. Wir haben hier also zusammenhängende Knochen gefunden, die auch sehr gut erhalten sind. Da mussten wir erstmal ein bisschen drum umgraben. Wir fangen jetzt nicht an, wie bei Jurassic Park, hier mit Pinseln alles freizulegen. Dafür ist das Gestein auch viel zu hart. Sondern wir machen das, was möglich ist und was nötig ist. Und dann müssen wir einfach aufpassen, dass wir diese zusammenhängenden Knochen nicht beschädigen. Dann schützen wir das mit einer Gipskappe auch um die Kanten rum. Und das ist besonders wichtig, weil wir dann auch untergraben müssen und die Kanten schützen. Und dann mit 10 Mann wird das Ding geflippt und wenn es klappt, dann jubeln wir. Der schießt aus! Wir finden täglich Insektenflüge, irgendwelche Muschelkrebse, Pflanzenreste, Wurzeln, auch der vereinzelte Knochen. Dass wir jetzt ein zusammenhängendes Skelett finden, ist schon, kommt vielleicht ein- bis dreimal in der Grabungssaison vor.